Oh, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Crafting Fun. Ich muss mir immer mal an diesen Namen erinnern, ey. Oh, ach so, er hat einen Druckbild, okay, cool. Und eine Eisenrüstung, genau. Das war schon eine Eisenrüstung. Genau. Der feine Herr in seiner Eisenrüstung. Genau, ein Dierschwert. Genau, ein Eisenschwert. Okay, nice. Dann... Wo geht's nochmal zurück? Ach, da lang. Da haben wir schon mal beide Häuser gesehen, beide Wohnungen. Ich hoffe, das Skelett schießt mich da jetzt nicht runter, sehr gut. Wir wohnen ja auch alle relativ nah aneinander, Alter, ey. Wenn man sich das mal so ansieht mit der Leiter da. Okay, ouch. Wir müssen das echt mal, ich muss das mal... bisschen absichern hier den Weg zu meinem Haus. Natürlich, Kautipper. Mhm. Das ist erstmal voll weit, ne? Ja, okay, er hat auch zwei Tode. Ist der mit den meisten Toten, aber dafür ist er voll weit. Wir haben drei Eisen, wuhu, und Seeds. Eigentlich wollte ich ja nämlich mit Wassereimern hier hoch schwimmen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich werde auch mal schauen, wenn ich genug Eisen habe. Wenn ich dann mal genug Eisen habe irgendwann, dass ich dann hier vielleicht mal einen Minecraft-Aufzug mache. Oder irgendwann, wenn ich genug Redstone, Slimes und Eisen habe, einen Pistenaufzug. So. Dann, verschönern wir hier nochmal schnell unsere Base, indem wir die ganzen Bäume hier abfällen. Und dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Rohstoffen, würde ich mal sagen. Das war Fail. Ne, denn Rohstoffe sind auch eher das Wichtigste in Minecraft. So. Okay, ich muss meine Base mal ein bisschen absichern auch. Ja. Wir brauchen 50 Milliarden Holz, um hier hochzukommen. Dabei sind hier eh schon so viel, wie ich hier wahrscheinlich schon in der Insel gefarmt habe. Auf der Insel. Ja. Ganz kurz. Ist das? Wie groß ist denn dieser Berg? Okay. Achso, okay. Ich dachte irgendwie viel größer. Wäre voll groß gewesen, weil ich dachte irgendwie auf der Minimap kommen lassen mich nicht so richtig sehen mit den ganzen Höhen und so. Wäre so groß gewesen, ne? Wäre riesig gewesen irgendwie, ne? Hätte ich gesagt, komm, okay, dann hole ich mir doch einen anderen Berg. Da habe ich keinen Bock, aber so ein Riesengebiet zu bauen. Und hier in dem Projekt wird natürlich auch schön bauen, natürlich relativ groß geschrieben. Wir werden natürlich versuchen, hier sehr schön zu bauen. Hier die wunderschönsten Häuser zu bauen. Und so. Aber, naja, für den Anfang erstmal ist ja klar, ne? Erstmal vielleicht noch so ein Keller. Oh, cool, ein Seed. Ne? Apropos Seed. Ich könnte euch mal vielleicht mal sogar den Seed zeigen, der so aussieht. Könnt ihr euch dann irgendwie abkopieren oder so. Hier abschreiben, kurz Pause drücken jetzt.
Und mal den Seed hier abschreiben. Na. Falls ihr wirklich hier auch diese extremen Berge einfach haben wollt. Aber zuerst müsst ihr auf Amplified gehen, also World Type Amplified. Oder World Type, wie heißt das? Zerklüftet auf Deutsch. Ne? Und dann den Seed erst eingeben. Wenn ihr Classic nimmt, also ganz normal, Default halt, ganz normale Minecraft-Welt, dann kommt, dann kriegt ihr, glaube ich, wahrscheinlich eine andere Welt. So. Brauchen wir wieder eine neue Axt. Und ich will erstmal hier so ein bisschen mein Gebiet clearen. Und eigentlich abholen das mal später. So, neue Axt. So. Ja, ist schon teuer, ne? Also. Genau. Voll teuer hier. Mhm, genau. Ja, ist voll, voll nervig hier die ganze Zeit, Bäume zu fällen. Ich komme ja voll teuer. So. So. Also die ganzen Bäume hier noch fällen. Aber nice, dass wir schon mal hochgekommen sind, ne? Das ist richtig gut. Müssen wir, wenn wir das hier als kahl gemacht haben, können wir vielleicht noch ein bisschen terraformen. Dafür bräuchte ich vielleicht noch mal eine Schaufel. Ein bisschen hier das alles glatt machen, alles flach. Und dann könnte ich mal alles ausleuchten hier und anfangen, was zu bauen. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde erstmal minen gehen, weil ich Eisen brauche. Für diverse Sachen. So. So, theoretisch könnte ich mir auch ein Bett bauen. Aber auf Servern bringt das eigentlich relativ wenig. Hier. Ich muss mal schauen, gibt es irgendwie so ein Plugin, wo nur einer auf dem Server schlafen muss? Das wäre nämlich mega. Wenn einer einfach schlafen kann und fertig. So. Apfel, mein Apfel, so. Okay, es ist Nacht. Nicht sehr gut. Ich hoffe, hier auf meiner Insel spawnen keine Monster auf meinem Berg. Spawnen keine Monster. So. Aber ich könnte auch einfach alles ausleuchten und spawnen hier auch keine Monster. Kann ich einfach F12 war das, glaube ich, drücken, genau. Dann sehe ich hier, wo überall Monster spawnen können. Oh. Wird doch eine größere Fläche. So, dann leuchten wir gerade mal ganz gut alles aus. Und Kohle habe ich hier. Obwohl 16. 16 Kohle. Wobei noch 16 Fackeln. So. Okay, ich habe ja eh genug Holz da. So. So ein bisschen mehr, aber egal. Ups. Ja, habe jetzt ein Stack. So. Ich glaube, ich habe aber immer noch zu wenig Fackeln. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kohle. Kann ich theoretisch ein bisschen Holzkohle machen. Ich mache mir gerade mal ein bisschen Holzkohle. Wir haben ja genug Holz. Obwohl, gar nicht so sehr viel, sehe ich gerade. Oh. Gar nicht so sehr viel Holz. Warte mal, wo ist mein Ofen? Da. So. Kochen wir uns gerade mal ein bisschen Holzkohle zurecht. Ach du Körper, ich dachte, das wäre ja viel kleiner, die Insel. Der Berg, meine ich. Das ist immer Insel, ne? Weil es mir irgendwie, irgendwie ungewohnt ist, hier auf einem Berg zu leben. Sonst baue ich immer auf Inseln.
Zum Beispiel Skyblock baue ich immer auf Inseln. Oder ich spiele Skyblock auch relativ oft. Und eigentlich auch so ganz normal, wenn ich spiele, bin ich meistens auch auf Inseln. Oder ganz normal in einem Berg oder so. Aber niemals auf einem Berg. So. So. Jetzt mal schön alles ausleuchten. Ich habe Hunger. Um Essen müssen wir uns auch noch kümmern. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist auch im Moment das größte Problem sogar, was wir haben. So, da ist noch ein Kreuz. So. Leuchten wir da auch jetzt auch nochmal alles aus hier. Noch 19 Fackeln, was? Haben voll viele Fackeln verschwendet. Okay, was ist verschwendet? Die haben die sinnvoll eingesetzt. So. So. Da oben noch, da noch. So. So. Ja, sieht doch alles relativ clear jetzt aus hier, ne? Okay, da war noch ein Kreuz. Das mache ich auch gerade nochmal weg. So. Und spawnt hier auch nichts. Das ist ein Huhn, na Glückwunsch. Okay. Jetzt mal hier alles ganz kurz weg, so. Wie viel, oh, hier haben wir noch 7 Torches, nice. 18 haben wir schon, okay. Ja. Genau 18. So, ein Stack 16. Dürfte reichen für ein bisschen was. Autsch. Dann können wir das hier nochmal ganz kurz alles ausleuchten hier. Dass hier wirklich nirgends wo ein Monster spawnen kann. Ich habe keine Building-Blöcke. Komme ich nicht hoch. So. Okay. Ja, eigentlich alles jetzt relativ clear hier. So. Ja, das dann kommt. Ich könnte ihn jetzt runterschlagen. Aber ich lasse es. Er hat Full Iron, er wird mich killen. Ups. Ja, 10. Okay. So. 12 Kohle noch, nice. Nice, danke. So, okay.
Schaufel. Holz, ich hier. Ja. So. So, eine Steinschaufel. Damit rasieren wir jetzt erstmal schön den Berg. So. Hier ist wirklich unsere Base erstmal. Hier werden wir jetzt wirklich leben und alles tun. Nice, wir hätten sogar eine Fackel sparen können. Cool. Wo ist das Teil überhaupt? Ist das überhaupt das an? Okay. Kann ich die hier hinsetzen, weißt du? So. Komm. Ich würde mal sagen, dass ich hier das auch wegreiße, hier. Diese Ebene. So. Ja, ein bisschen Terraform gehört auch noch dazu zu Minecraft. Wieder Hunger. Wir haben auch genug Dirt hier, um alles wunderschön zu machen. Nee, wo ich jetzt so gern so eine Haste-Spitzhacke, beziehungsweise so eine Efficiency-Spitzhacke, wie Effizienz 5 oder so, will das ja einfach so in einer Minute den kompletten Berg wegrasieren. Das ist auch so nice. So. Die Mob-Farm. Da brauche ich erstmal mehr Ressourcen zu. Ressourcen zu. Ich will die aus Steinziegeln machen. So. Ja, ich habe auch schon relativ gute Pläne, wie das aussehen soll. Das Ganze. Glaube ich. Wie wird die Fackel denn sein? So. So. Ups. Ganz kurz hier nochmal alles weg. Nochmal einen Stein. So. Hier nochmal das ganze Gras wegrasieren. Hier so ein bisschen Rasenmäher spielen. So, nice and seed. So. Das ist auch immer so ein bisschen scheiße, ne? Man rasiert hier irgendwie so eine Riesenfläche. Wenn man mal Seeds braucht, kriegt man nie welche. Wirklich. Und wenn man mal nie Seeds braucht, irgendwie man das Inventar irgendwie nicht voll haben will, ne? Dann kriegt man einen. Das ist so ein bisschen, naja. So. Muss ich das hier nochmal ganz kurz umstellen? So. Ups. Ganz weit vorne. Wenn schon, soll es auch schön aussehen, ne? Komm, weißt du was, so. Kiste. So, jetzt alles wieder rein hier. So. Ist die Kiste jetzt irgendwie voller als vorher? Sieht so aus, ne? So. Ich muss auf jeden Fall hier noch ganz viel ausleuchten. Und dass da hinten, dass da Connection ist, das war eigentlich gar nicht geplant, muss ich sagen. Wie sieht's hier aus? Nice.
So, nehme ich nochmal Fackeln hier mit. Da, ich würde gerade sagen, ja, wir haben doch noch mehr. So. Dann gehe ich da gerade nochmal ganz kurz runter. Hier muss auch noch die ganzen Bäume fällen, alle. Ne, wenn schon, dann soll es auch, ja auch schön aussehen, ne? Ist ja klar. Und hier jetzt weiter ausleuchten, so. Ja, da ist ja eigentlich auch schon fast egal. Wenn da Monster spawnen sollten, dann kommen die ja eh nicht zu mir. Denn ich will das erstmal so ausleuchten, dass erstmal alles sicher ist, dass hier wirklich, wenn Monster spawnen, dass sie nicht zu mir kommen. Beziehungsweise, dass überhaupt gar keine Monster spawnen können. So. So, da muss ich nicht rüber. Hier werde ich auf jeden Fall wirklich noch hier sämtliche Bäume fällen. Wie komme ich jetzt wieder zurück? So, ne? So. Dass es dann hier auch noch relativ schön aussieht. Hier, ich weiß nicht, was ich hier noch hinmachen werde. Ich glaube, hier wird so ein bisschen der Ausguck sein. So. Mach ich gerade mal ganz kurz so. 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 So geht's auch. So. Okay. So. So. Autsch. Ups. Alter, ey, wäre ich jetzt runtergefallen wegen dem Lag, ne? Okay, im Moment habe ich auch nur Tonnen an Erde drin und sonst im Inventar und sonst nichts. Also wenn ich sterben sollte, verliere ich eh nicht viel. Willkommen. So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach oben. So. So. Okay. Die zwei Kohle sind durchgehauen. Das wird abgebaut. So. Ich würde mal sagen, dann gehen wir jetzt nochmal weiter Bäume fällen da drüben. Und danach gehe ich mal hin. So. Ja, hier muss auch alles schön werden noch. Ich glaube wirklich, dass ich hier so ein bisschen den Ausguck, beziehungsweise, ja, den Ausguck, so das Haupthaus vielleicht so aufbaue. Da hinten auf diesem Berg da. Nur, dass ich da vielleicht so ein bisschen das Haupthaus hinbaue. Und dann da oben vielleicht irgendwas anderes. Und wenn dann die 1.9 Vollversion draußen ist, also hier die richtige, also jetzt nicht keine Snapshot-Version, sondern die richtige 1.9-Version, dann werden wir auch upgraden.
Dann, ja, werden wir halt upgraden auf die 1.9. Das wird auch wieder komplett anders einfach sein, ne? Das wird auch so eine Art Dauerprojekt, ne? Bis dann wirklich einfach alle keinen Bock mehr haben, dann hören wir auf. Also kein Projekt mit geplantem Ende oder so. Oh, hier muss noch ausgeleuchtet werden. Weil, wenn hier einfach niemand mehr Bock hat, dann werden wir vielleicht mit dem Projekt aufhören. Ich werde die Welt aber auch gar nicht löschen. Ich werde die Welt aber nicht löschen. Ne? Also auch wenn wir mit dem Projekt aufhören, hier kommen nur kein Bock mehr. Ich werde die Welt mehr behalten. Auf jeden Fall. Falls dann doch irgendjemand mal Bock hat, die Welt zu spielen. Also irgendjemand von uns. Oder irgendjemand will, dass wir die zum Download freigeben. Hier noch den Baum. Müssen wir auch mal nach so einer richtigen Brücke mal schauen. Ich glaube, warte mal. Ich mache mir jetzt erstmal gerade mal was. Ich mache mir jetzt Wooden Slabs. So. Vielleicht habe ich hier noch so ein bisschen. So. Machen wir jetzt einfach Wooden Slabs. So. 6 Stacks. Wir sind in der 1.8, da werden die ja anders gecraftet. 4, warte mal, wie viel kann ich denn hiermit jetzt bauen? 32, okay. 32. 32, so. Jetzt auch Zäune, nice. 24 können wir damit jetzt noch bauen. Das wären 6, das wären vielleicht auch 5. So. Vielleicht 4 noch bauen, so. Jo, können wir so. Okay. Dann bauen wir uns jetzt mal eine wunderschöne Brücke. Erstmal noch darüber. Mal irgendwie von hier aus. Ja, kommt von hier aus, ist eigentlich ganz gut. Das hier muss ich noch terraformen. So, okay. Dann würde ich mal sagen, dass wir vielleicht so hier beginnen. So ein weiter nach oben. Ein Block weiter nach oben. So. Das war auch mehr als schlau nicht. Ich kann auch das, ne? Ich kann vielleicht auch mal so bauen hier, so. So. Wir können hier nämlich auch keine Monster spawnen, das ist sehr gut. So. Hier muss ja noch die ganzen Bäume fällen, noch klar. So. Mache ich hier nämlich das Haupthaus hin. Und dann vielleicht irgendwie später dann, ups. Mist. Nein! So. Und da ist wieder mein Handy-Timer. Der sagt, dass ich aufhören soll. Na, Glückwunsch. Ich baue noch ganz schnell die Brücke zu Ende, würde ich mal sagen. Nein. Arg. Ja, sieht man. So viel zum Thema, ich brauche noch schnell die Brücke zu Ende. So. So. So, okay. Na komm, scheiß drauf.
Wenn wir auch sterben sollten, dann können wir alles hier wieder zurückholen, da wir auch in der Nähe des Spawns gebaut haben. So, okay, der Baum ist... Okay, nee, Lava nicht. Warte, obwohl... Lava? Lava. Nur Lava, hm? Ja, damit steht es jetzt 2-3. 2 zu 3 zu 0. Ja. Wem gehören wohl die 0? Nee, mein Handy nervt gerade erstmal mega, so. Warum packe ich jetzt gerade alles in die Kiste? Ich habe keinen Plan. Ich sage dann, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.